Musikalischer Protest der Bauerngewerkschaft Confédération Paysanne vor einem Supermarkt in Etampes, eine Stunde südlich von Paris. Gemüsebauer und Imker Florent Seban ist wütend. 45.000 Tonnen in die EU importierter Honig. Das ist 1,5-mal so viel wie die gesamte Produktion Frankreichs. Er will das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten in Südamerika unbedingt verhindern. Seine Sorge, dass billiger hergestellte Produkte den Markt fluten. Die französische Landwirtschaft wird in eine Konkurrenzsituation mit Erzeugern gebracht, für die nicht so strenge Umwelt- und Sozialstandards gelten. So wird dann zum Beispiel Fleisch von Rindern importiert, die Antibiotika oder genverändertes Soja bekommen haben. Seit längerem beklagen französische Bauern ihre wirtschaftliche Lage. Wegen des Mercosur-Abkommens haben viele, wie hier bei Protesten heute vor dem Europäischen Parlament in Straßburg, Sorge um ihre Existenz. In Arras im Norden kippen sie Mist vor die Präfektur. Dass die Industrie- und Dienstleistungsbranchen von den Handelserleichterungen profitieren könnten, zählt hier wenig. Dabei könnten niedrige Zölle auch die Exporte französischer Milchbauern und Winzer befördern. Aber die Bauern sehen vor allem Frankreichs Unabhängigkeit bedroht. Landwirtschaft ist lebenswichtig. So bleibt unsere Ernährung unabhängig. Man macht keinen internationalen Handel mit Landwirtschaft. Das wiegt nicht die Effekte für die Auto- oder Chemieindustrie auf. Die Landwirtschaft in Frankreich für viele Herzenssache. Auch wenn sie nur weniger als 2% der Wirtschaftsleistung des Landes ausmacht. Und die Franzosen stehen hinter ihren Bauern. Umfragen zufolge lehnen 80% das Abkommen mit Südamerika ab. Die mahnenden Worte der Unternehmerverbände finden in Frankreich wenig Gehör. Wenn wir nicht mehr nach Amerika oder China exportieren können, weil sie protektionistischer werden, und dann können wir auch nicht mit Südamerika oder Afrika handeln, die sehr interessante Perspektiven haben, was machen wir denn dann? Heute in der Nationalversammlung. Die Agrarministerin bleibt dabei. Die Regierung lehnt das seit 25 Jahren angestrebte Abkommen ab. Das Abkommen, das die EU-Kommission durchsetzen will, ist für uns nicht akzeptabel. Die Regierung und der Präsident stellen sich absolut dagegen. So viel Einigkeit ist selten. Bei der Abstimmung heute stimmen fast 90% der Abgeordneten gegen das Mercosur-Abkommen. Allerdings ein rein symbolischer Akt, da auf europäischer Ebene entschieden wird. Beim protestierenden Bauern Florent Seban in Etampes gibt es Suppe aus französischem Gemüse. Er glaubt nicht, dass Frankreich das Abkommen noch verhindern kann. Protestieren will er aber weiterhin.